Also, wie geht es Ihnen alles? Alles ist gut oder alles ist schlecht? Ich denke, alles ist sehr gut. Because ich bin hier, ja. Okay. Okay, we are ready to go. Did you hear my German? Hören Sie mal, wenn ich Deutsch spreche? Gesprochen? Okay. I don't think this nicht machen, nicht Arbeit. Which one? This one? Oh, am links, am rechts. Mit der Maus am links. Mit, was ist der Pointer? Am Recht. Verstehen Sie? Mein Deutsch ist nicht so gut, schlecht. Gut? Oh, aber oh. Ich weiß es nicht. Okay. Quantum physics will change your life. Quantum physics ihr Leben verändern wird. Ich denke, das ist Möglichkeit, ja. That's a possibility. Sehr gut, sehr gut. Sein Englisch ist sehr gut. Ja. Ponder this for a while. Denke ein wenig darüber nach. Who am I? Wer bin ich? Not me, you. Ich meine nicht mich, ich meine dich. The big secret is there is a secret. Das große But Geheimnis the secret is something you know already. Das große Geheimnis besteht darin, dass es ein Geheimnis gibt, aber du kennst das Geheimnis schon. When you were very small, a child, a Kinder, kleine Kinder, sorry, you knew this. When you were little kids, habt ihr das gewusst? Quantum physics has led me to understand this secret. Die Quantenphysik hat mir geholfen, dieses Geheimnis zu verstehen. It's the childlike realization that each of us has when we are born. Es ist die Verwirklichung dessen, was wir bereits haben, wenn wir als kleine Kinder auf die Welt kommen. And that is the discovery of the world without a sense of self. Die Entdeckung der Welt ohne ein Gefühl des Selbstes. This doesn't mean that the observer of the world was not present.
Aber das heißt nicht, dass der Beobachter der Welt nicht anwesend wäre. Das Beobachter war da. The observer was there. This is good because I get a chance. My high school German teacher would love this. Das ist wunderbar, weil mein Lehrer in der High School hätte daran seine reine Freude. Okay, let's go on. Also weiter. When human beings began to look into this problem of what is going on, als die Menschen begannen, sich zu wundern, was geschieht hier eigentlich? They began by asking questions such as, who am I? What am I? What is out there? Why am I so afraid? Wer bin ich? Was bin ich? Was gibt es da draußen? Something very old called the Einleiten mit etwas sehr Altem, der Alchemie. It really begins in ancient Egypt. Und sie hat im alten Ägypten schon begonnen. In fact, the word for alchemy is alchemia, which is the word for Egypt or old Egypt. Und sogar das Wort, auf das Alchemie zurückgeht, als Alchemiaia, heißt altes Ägypten. This was probably the oldest science known to our way of thinking, and we call it alchemy, and we tend to think of it as naive. Und wahrscheinlich war das überhaupt die erste Art von wissenschaftlichem Denken, wie wir es heute vergleichen könnten, aber wir haben den Eindruck, als wenn das sehr naiv begonnen hätte. But it really wasn't. Aber what das, it was, aber das war es überhaupt nicht. What it was an opportunity to try to make that connection between that secret I told you about and the out there world. Was es war eine Gelegenheit, eine Verbindung mit dem Geheimnis, das ich schon erwähnt habe, und der Welt da draußen herzustellen. Often this would be done in a laboratory, such as the picture you see on the screen. Und das hat man oft in einem Laboratorium versucht, so wie auf diesem Bild hier. This is a typical laboratory. Das ist ein typisches Laboratorium. Man working, trying to make metal for the king. Ein Arbeiter, der versucht, Metall für den König herzustellen. And the family getting into trouble. Und eine Familie bei der Arbeit. It hasn't changed much today. Das ist heute nicht viel anders. But if we go back even further, aber wenn wir noch weiter zurückgehen, Musik. Here it comes. We begin to see another picture emerge, and this is the ancient Egyptian picture. Dann sehen wir ein anderes Bild auftauchen, auch aus dem alten Ägypten. Already by this picture, the alchemist's view was old. This is going back even further in time. Und das liegt noch viel weiter zurück. Heaven above, heaven below. Stars above, stars below. All that is above also is below. Grasp this and rejoice. Himmel oben, Himmel unten, Sterne oben, Sterne unten. Alles, was oben ist, ist auch unten. Fasse dies und jauchze. And like the picture you see of ancient Egypt, there is a sense of change, of time, of movement. These are indications of the out there world that mystify the child wonder within us. Und dieses Bild deutet Verwandlung,
Zeitprozess an. Die Dinge da draußen sind in einem Prozess und drücken aus das kindische Staunen über das, was in der Welt vorgeht. I'm now going to jump from this picture into the most modern thinking of today. Und jetzt werde ich von diesem Bild einen Sprung machen in das modernste Denken überhaupt, das wir heute haben. First, let me summarize the old. Aber zuerst möchte ich das Alte zusammenfassen. Here are the four basic elements of what is going on out there. Und hier sind die vier Grundelemente dessen, was da draußen passiert. Earth, air, fire, water. Erde, Luft, these Feuer, elements Wasser. Are trying to find their natural place. Und diese vier Elemente versuchen ihren natürlichen Ort zu finden. And because they're not in their natural place, weil sie nicht an ihrem natürlichen Ort sind, things must transform or change. Müssen die Dinge sich verwandeln oder verändern. Now we come to us. Inside of us, as we see out, as above, so below, as within, so without. Und jetzt kommen wir zu uns, von innen nach außen, und wir sehen, was oben ist, ist unten. We feel something inside of us is not in the right place. Und wir haben auch den Eindruck, dass auch in uns etwas nicht ganz am richtigen Platz ist. And from this feeling comes fear. Und aus diesem Gefühl steigt Angst auf. And desire to change. Und der Wunsch, sich zu verändern. Now, let's go to where this has led us as physicists. Jetzt gehen wir dorthin, wo uns das als Physiker geführt hat. It's led us to an atom, the simplest possible thing in the universe. Es hat uns zum Atom geführt, dem einfachst möglichen Ding im Universum. However, Werner Heisenberg sagte, ein Atom ist nicht ein Dinger. But Heisenberg said, an atom is not a thing. Interesting. Heisenberg. You all know Heisenberg, I hope. Ich hoffe, Heisenberg. Physiker. Okay. Uncertainty principle. Okay. This is a picture of a thing. But we understand from this picture many things. Heisenberg und sein Unbestimmtheit oder Unsicherheitsprinzip. Here we see an atom undergoing transformation. Und hier sehen wir ein Atom in der Verwandlung. Is it seeking its right place? Versucht es seinen richtigen Platz zu finden? Here it's going to other transformation. It's getting excited with energy. Und hier in einer weiteren Verwandlung. And here's another structure beginning to form in the seeking of the right place. Und eine weitere Struktur auf der Suche nach dem richtigen Platz. And another one. And another one. Und immer weitere. How many pictures are there? Wie viele Bilder sind sie? Correct. An infinite number. Eine unendliche Anzahl. Unendlichkeit. I'm going to now take you into the atom, even deeper. Now we're going to get to a level that is very mysterious. Ich werde euch jetzt noch tiefer in die Innenseite des